So, noch ein paar alte Harzer. Das war's doch immer als Kind damals. Kenne ich die noch in Rot? Die hat noch so ein Sprüher noch vorher. Ich habe mir drei Flächen. Super. Ja. Das riecht geil. Da ist was rausgefallen. Da hat es auch gerade hinten gerumst. Junge, Junge. War den schön dumpf. Oh, Bella Bombas. Blackbox. Vorbrenner. Die haben Vorbrenner? Ja. ORF2. Oh, ein Vorbrenner, glaube ich. Ja, hat der Vorbrenner das Beste dran. Ja. Gut, auch gut. Ja, so schlecht sind sie ja. Abgeschossen. Alter, was geht los? Alter. Die Kisten hast du nicht so rein. Die haben durchgeschleppt. Nur mal zwei davon. Fünf. Fünf? Was ist los? Moskitos? Ich hab Angst. Geil. Noch erste Charge. Eine. Absolut geil, die Dinger. Mega geil. Sehr cool. Wir haben noch einen Zeus. Oh, der ist damals auch geliebt. Gibt es noch die Magnum oder so? Weil bei meinem Pitchy damals noch? Nein, okay. Oh, auch nicht schlecht. Das sind ja so ähnlich. Ne? Die Magnums waren damals auch ein bisschen lauter. Komet Bebeler. Einfach machen. Ach nee. So schlecht sind sie nicht. Da war ein Alter. Cobra Mini. Das ist richtig geil verarbeitet. Was gibt's da irgendwo? Jetzt kommen wir mal zum Klassiker, Lady Cracker Matten vom Keller. Ja, noch 1,99. Oh, guck dich das an. Alter, geil. Einfach geil. Das sind mal so eine richtig schönen. Oh, herrlich. Ich glaube, die könntest du einzeln kaufen, so jetzt hier. Da kommen Erinnerungen hoch, Alter. Auf jeden Fall.
Aber schön hier. Wie bitte? Sag schön, ihr könnt das schön knallen. Ja, das stimmt. Kommt gut rein. Ja, ebenfalls, danke. Gesund. Ja, okay. Ebenfalls. Was sieht man nicht, Herrn? Ja, guck an. Da sehen sie aus. Sehr geil. Finger gekriegt. Geil. Komm gleich mal so einen Haufen. Geil. Die machen Schwann, Junge. Geil, geil. Die sieht noch nette Herren, unfassbar. Funke C. Ja. Gut. Die drücken wir dann nicht. Ja, ein paar Silberknister. Oh, noch ein Jahrzehnt. Die sind geil. Herrlich. Ja, jetzt hört's auf. Das ist lange, ey. Die von früher waren nicht so lang. Nee, das stimmt. Guck mal, sie macht. Genau. Jetzt haben wir hier noch die Reaper. Grüße an Pure Raven. Ich hatte die getestet, die waren ja nicht mal so schlecht. Also, so eine Art Spanish Cracker halt nachgemacht. Genau. Aber halt für Deutschland, ne? Ja, mal gucken, was die können. Cool sehen sie ja aus. Wie oder so. Ah, ist aber nicht gut. Ach, die ja. Scheiße. Die sehen besser aus als die sind. Ja, wirklich scheiß Charger. So, Cobra Mini. Oh, Arms sind die cool aus. Ja, auf jeden Fall mit dem Funkenblick, ja. So, jetzt haben wir hier mal noch ältere Luftheuler. Könnt ihr mal sehen, dass die nicht so mithalten wie die von Funke. Quasi Rarität noch mit dem Mokan hinten drauf. Die sind nicht so stark. Aha. Das hat man damals gefeiert, in die von Funke, ja, genau. Da rastest du völlig aus, Alter, geil. Oh, die riechen geil, Freunde. Ja. Und jetzt nochmal Vergleich, Funke. Alter. Ich hab's damals, ich hab's in so einer großen Schachtel, die Pfeife. Oder auch mehrere? 100er, genau. Das sind Vergleichen, Alter. Die sind ja richtig. Funke besiegt die 10 Mal, mindestens. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden.
Da sind die Dinger im F1-Bereich schon besser, die du im Teddy kriegst. Ja. Das ist sehr schwach. Und da muss man sich mal reinziehen, die wurden 2007 verboten. Ja? Also, was soll da passieren bei den Dingern? Ja, auf jeden Fall. Haben wir noch einen älteren Kometballer noch zugestopft? Verpufft, das ist auch schon älter. Ja, so langsam haben wir eigentlich alles durch. Ja, wir machen ja weiter mit ein paar Raketen. So, Silberblitzraketen von Funke. Alter, der Stick ist ja mal geil. Oh, gleich noch eine. Wir werden es hören. Auf jeden Fall. Ah, der war heftig. Sehr geile Dinger, ey. Coole Teile für 6 Gramm. Nimm mal hier die 2 Knetterkings. So klar, Wahnsinn. Gleich auf Schlag, oder? Ja, Finkriss. Wir versuchen es mal. Ja. So, Knetterking von Leslie. Genau. F1 übrigens. Oh, nun gut. F1, Alter, top. Ja, geile Dinger. So, wir machen jetzt mal so einen kleinen Vergleich. Hier haben wir die Thunder Rocket von Maddock, Silberblitzrakete von Funke und hier die Volerado von Elgato. Wir fangen an mit der Maddock. Ja, die waren letztes Jahr aber besser. Charge gefällt mir nicht so doll. So, jetzt Silberblitz, Funke. Maddock hat 10 Gramm, Silberblitz 6 Gramm. Deutlich besser. Auf jeden Fall. Deutlich besser. Funke gewinnt ja schon mal und jetzt die Elgato. Mit, weiß ich auch nicht, was die für Grammzahl hinten hat. Warte mal. 16,5 Gramm. Naja. Geil. Ist natürlich der Sieger, hat natürlich auch 16 Gramm. Ja, aber auf jeden Fall sehr coole Dinger. So, jetzt haben wir hier die Lilliput-Raketen. Einmal Gold, einmal Weiß und einmal Blau. Das ist zwar hell, aber machen wir trotzdem mal. Abends kommen auch noch welche. Wir fangen mit Blau an. Blau. War wirklich süß, ja? Ja. Sieht man jetzt natürlich nichts, aber Zerleger ist eigentlich ganz okay für die kleine Größe. Okay. Gold, ja? Mhm. Ah, kommt man auch nicht sehen. Egal. Egal! Das Wendler, ja. Egal! Aber siehst du schon, ja? Hm? Auf Kamera sehe ich nichts. Naja, aber ich meine, wenn sie abends so dunkel zündest, da ist auf jeden Fall Freude dran, finde ich. So, und die Weißen. Faule nächte Pfoten habe ich. Oh, Alter! Hey, geil! Schöne Blinker. Und extrem früh zerlegt. Also die Raketen für 6 Euro sind eigentlich für 10 Stück. Oh? Unschlagbar. Ja. Gucken wir uns die natürlich am Abend noch mal an und bis später.